Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Odin Shoppen. Es ist eigentlich gar nicht so viel. Wobei, eine Sache kann ich euch nicht zeigen, die habe ich ja jetzt auch erst ja, bestellt. Heute ist der 16.05. für die, die wissen wollen. Das kommt aber erst in den nächsten Tagen. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Hier habe ich bei eBay was ersteigert. Da kommen wir auch gleich dazu. Da habe ich ein Schnäpperchen gemacht. Das habe ich jetzt hier schon fast eine Woche auf dem Tisch liegen. Ich bin nämlich nicht zu dem Odiwa Shop mehr gekommen. Jetzt kann ich es eigentlich machen und dann kann ich es eigentlich einräumen. Aber wir fangen erstmal mit den Klapperdingern hier an. Wir waren gestern bei McDoof und da habe ich mir dann die Gläser geholt. Meine Frau hat rosa. Also hier ist so milchig blau. Aqua ist das. Das sieht sehr schön aus. Rainbow habe ich auch. Das ist aber gerade im Geschirrspüler. Das ist etwas dunkler als voriges Jahr. Also voriges Jahr hat mir besser gefallen und war ein bisschen kräftiger von der Farbe her. Es sieht okay aus, sieht schön aus, aber voriges Jahr war besser. Und dann habe ich noch blau und schwarz. Ja, also auch so durchsichtig. Da war vor ein paar Jahren auch besser mit dem Aqua und mit dem Blau, wo es dann halt undurchsichtig war. Quatsch, blau und schwarz. Da hatten sie richtig schwarze Glas noch. Das ist leider runtergefallen bei uns. Wir hatten so kurzzeitig mal solche, die immer auch welche, die aussahen wie nur eine Cola-Büchse. Das sah auch, die waren auch recht geil. Ja. Und für die Kleine natürlich ein paar Schleichtiere. Was jetzt gerade in der Junior-Tüte ist. Praktisch einmal Junior-Tüte bestellt. Plus Tier extra. Und dann habe ich halt, um die zu kriegen, habe ich halt das billigste Menü geholt. Das müsste heute auch abgebucht werden. Das billigste Menü geholt für ein paar Euro. Wo noch alles im Kühlschrank eigentlich ist, was ich heute dann irgendwie essen werde, teilweise. Nur um die Gläser zu bekommen. Ich finde die total. Ich weiß nicht, ich habe da einen Namen dran gefressen. Ich finde die McDonalds-Gläser total schick. Also ich finde die gut, finde die schick. Und ja. Dann habe ich was bei Amazon gekauft. Das war aber eher ein Fehlkauf. Weil ihr wisst doch, ich habe mir diese schwarze Mütze geholt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch. Würde ja total geil aussehen, wenn du dir hier vorne, weil sieht ja aus wie eine Bundeswehrmütze so in etwa, wenn du dir hier eine Kokarde ran machst. Kokarde ist halt praktisch der Aufnäher, der hier vorne dran ist. In Landesfarbe oder Bundeslandfarbe. Das heißt, Schwarz-Rot-Gold für Deutschland oder Rot-Weiß für Brandenburg. Ja, gibt es aber nicht Rot-Weiß. Ich habe gegoogelt wie ein Bescheuerter. Ich habe dann welche gefunden. Schwarz-Weiß für Preußen, weil Brandenburg gibt es jetzt noch nicht so lange. Das war vorher halt Preußen. Dann habe ich gedacht, nimmst du Schwarz-Weiß für Preußen. Passt doch, weil meine Frau kommt ja auch aus Polen. Und in der Ecke war früher ja auch ein Stück Deutschland. Und da war halt, aus Oppeln kommt sie. Und da war auch Schwarz-Weiß. Ja. Dann habe ich gerade bei Amazon gefunden, auch für gerade gar nicht mal so viel Geld, habe zwei Stück davon bestellt. Da stand aber keine Größe. Habe ich gedacht, Mensch, das passt ja. Schwarz, weiß, grau. Das ist ein bisschen zu groß für vorne. Sieht eher aus wie eine Zielscheibe. Ja, leider nicht geklappt. Aber die haben ganz viele, die haben auch andere Länder und so. Die heißen hier Naga-Patches. Aus Frankreich war auch relativ schnell da. Ja, hat leider nicht geklappt. Naja, okay. Dann halt nicht. Dann, was haben wir noch? Achso, ja, dann haben wir das. Bei dem, ich kann schon mal vorgreifen, es ist eine Figur. Zweitens kann ich vorgreifen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das für den Preis kriege. Ich werde das jetzt gleich mit euch zusammen auspacken. Ihr könnt ja gerne mal pausieren oder in der Zeit in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was diese Figur gekostet hat. Und bitte auch da lassen in den Kommentaren. Ja, und dann kann ich, dass ich mal so sehen kann, was ihr denkt, was das kostet. Ich sage euch jetzt nicht, wie viel ich bezahlt habe, da kommt ihr gleich dran, aber etwa verdammt gut.
Meine Nase juckt schon wieder hier. Sind wir noch mal drinnen? Nö. Nö, nö, nö. Dann kann das weg. Was haben wir denn hier? Ach, ist ja auch noch eine Pappe. Jetzt haben wir ja auch gerade noch die Pappkartons hier für Weihnachten. So. Ich hoffe, ihr könntet halbwegs sehen. Von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Die Figur. Die packen wir auch gleich aus. Die hat mich ja. Oh Gott. Ich juck die Nase, ey. Die hat mich ja damals schon gereizt. Fehlt, glaube ich, was. Ja, der Kranz fehlt. Das stimmt aber nicht da, dass der Kranz fehlt. Und im Hals der Kranz fehlt auch. Ja, da werde ich dem doch gleich nochmal anschreiben. Aber selbst ohne Kranz sieht es gut aus. Oder ist das hier drin? Nö. Die Hand ist offen, da kann man ja was anderes drin packen. Ach, jetzt habe ich das zugemacht, da hätte ich das ja noch drin gepasst. So, und auch hier schön mit Sense. Die packen wir hier auch mal hier schön rein. Oh, die passt ja genau ins Auge hier. Ist ja cool. Also kann man hier daneben machen. Oder halt ein Stück höher und dann so ins Auge. Dass ins Auge piekt. Auch nicht schlecht. Hier, guckt mal. Also entweder so, dass er dem da ins Auge piekt, oder wir machen sie hier daneben, dann kommt sie zwischen den Totenköpfen raus. Ich finde es eher geil im Auge. Also machen wir ins Auge. Das ist so ein bisschen schräger, die Sense. Also so, ich versuche euch das mal so zu zeigen. So ist sie so. Und wenn ich sie darin mache, aber wir können das ja auch ein Stück drehen. Oh, das ist ja Stoff hinten. Und so sieht sie dann halt aus. Ja, tut mir leid. Steck mich mal hinter ihr. Dann hier die Hand, da kann man dann mal drin packen. Lauter Totenköpfe. Die fand ich damals schon total klasse, die Figur. Und die sieht auch echt klasse aus. Mit den roten Blutflecken da oben auf der Stirn sieht richtig geil aus. Ja, müssen wir nur gucken, was wir ihr dann in die Hand packen. Weil wir haben jetzt den Weg aber nochmal anschreiben, warum das nicht mit bei ist hier. Da haben wir ja noch Hand offen, da können wir ihr was in die Hand legen. Mal gucken. Ja. Das wird noch schnell verpacken. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt, was ich dafür ausgegeben habe. Also man findet sie für 100 noch was. Das Billigste, was ich gefunden habe, waren ohne Karton, ohne was, nur die Figur.
80, glaube ich, war das. So, alles, was ich an, alles andere, was ich gesehen habe, war über 100 Euro. Und ich habe bezahlt, ohne Versand, jetzt haltet euch fest, 16,50 Euro. Da musste ich einfach mit drauf bieten. Ich habe aber auch nicht gedacht, dass ich es für den Preis kriege, muss ich dazu sagen. Ich habe eigentlich gedacht, das wird mich viel, viel teurer zugutekommen. Für 16,50 habe ich es nicht gedacht. Ich glaube, ich werde mal die Steckdose da anders machen. Ich werde die hier unten hinstellen im Hintergrund. Bei meinem PlayStation hier vorne. Die fällt ja kaum auf, die ist ja dunkel. Oben halt die Totenköpfe, da passt das gerade nicht hin. Da ist Kratos und so. Da muss ich mal gucken. Die kann ruhig momentan erstmal im Hintergrund stehen, würde ich sagen. So. Das war aber auch schon. Achso, nee, Quatsch. Ich habe Vital Body Plus mir nochmal bestellt. Eine Stoffwechselkur, die hatte ich schon mal gemacht und damit gut abgenommen. Frauchen will jetzt mitmachen. Also wir machen wieder zusammen. Das müsste jetzt in den nächsten Tagen kommen. Da wird dann aber auch nochmal ein separates Unboxing von kommen. Ein separates Video zu Vital Body Plus. Und dann werde ich jetzt nochmal eine Stoffwechselkur machen. Zusätzlich Fitnessstudio, logischerweise. Ja. Und danach wollte ich im Fitnessstudio, die bieten auch so Kurssysteme an und so, was auch die Krankenkasse übernimmt, nochmal irgend so ein Kurssystem machen. Ich muss runter. Da muss was passieren und schnell und da viel. Und deswegen hoffe ich, dass ich diese Kombination mit dieser Kombination ein bisschen schneller abnehmen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nach der Kur, die geht 60 Tage, also 30 Tage Kur, 30 Tage Erhaltensphase, Mensch, ob ich halt danach nochmal ein Video mache, was ich vor der Kur gewogen habe und danach, bin ich am Überlegen, mal gucken. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich da noch schneller abnehmen kann und dann besser abnehmen kann. Und das war jetzt eigentlich auch schon. Mehr habe ich nicht. Also ich habe wirklich, das ist das Einzige. Was habe ich noch? Achso, ja, den Anhänger habe ich noch. Den kann ich euch noch zeigen. Jetzt für Muttertag, für Frauchen. Den habe ich vergessen, aber sonst... Ich hoffe ja, dass da... Achso, und das Fahrrad, das hab ich ja schon ein Video gemacht. 131 Euro. Was eigentlich geplant war als Kooperation. Ich sollte das Geld wiederkriegen, hab's dann nicht wiedergekriegt. Wurde halt gescammt. Und deswegen haben jetzt halt praktisch 131 Euro gefehlt. Diesen Monat richtig gefehlt, weil wir wollten ein Fahrrad holen, aber noch nicht jetzt. Also erst in 2 Monaten, 3 Monaten so in dem Dreh. Jetzt habe ich es halt jetzt schon geholt wegen der Kooperation und bin halt dann auf den Kosten sitzen. Ich schicke es aber auch nicht zurück. Die Kleine freut sich, das funktioniert gut, das ist ein schönes Fahrrad. Oh, das ist jetzt teurer geworden. Na gut, 9,99 soll es kosten. Ist jetzt 20% Rabatt. Ich hatte mehrere Prozent Rabatt. Kostet 7,99 momentan. Ich habe bezahlt 4,99, wenn ich mich nicht recht erinnere. Das ist halt praktisch dieser Anhänger. Ja, da steht halt drauf, Engel ohne Flügel nennt man Mama. Denn der eine oben, der Kleine ist noch frei, da kann man dann halt den Namen vom Kind drin machen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das bei dem Bestellvorgang hier mitmachen konnte. Ich habe es halt freigelassen. Ja. Aber das war doch, mehr habe ich echt nicht. Ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Däumchen werden Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.